Frische Spinnenweben zu essen soll gesund sein. Was? Aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Das ist mir gänzlich neu. Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen. Aber ich habe da diesen Splitter im Finger. Oh. Und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Mi. Na gut, dann Schaufel. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Verdammt. Das war jetzt mein supergeiler Plan, den ich hatte. Na gut, dann haben wir nichts mehr. Oh, doch, mach mal die Bärenkralle. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Verdammt. Gut, haben wir noch was zum Kaputtmachen? Vielleicht das super geile Taschentuch. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Nicht. Haben wir noch was, was wir machen können? Pilz. Na gut, die Leuchtepilze bringen uns nicht wirklich weiter. Also ich glaube, hier brauchen wir erstmal eine adäquate Waffe. Aber wir können auch versuchen, das Taschentuch zu opfern. Das ist mir ja ein Anliegen. Nee, Quatsch, nicht den Zettel, sondern das Taschentuch möchte ich opfern, genau. Ich werde ja, okay, gut. Was? Jetzt habe ich gerade schon mal was abgeklickt, weil ich immer so schnell weitermachen will, weil ich mich nicht aufhalten möchte mit irgendwelchen Sachen, die man schon erlebt hat, weil ich ja so schon lange genug rumfehle. Hier haben wir einen Baum, ein bisschen Wasser. Und Harz. Ach, da kann er langlaufen. Sehr beruhigt hier übrigens. Der Baum scheint hohl zu sein. Gut. Verdammt, ich hätte auf einen längeren Dialog gehofft. Hallo? Niemand zu Hause. Toi, toi, toi. Auf Holz. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Ach, auf Holz klopfen? Ich höre doch hier fieses Bienenzeug. Oder schlimmer werden Wespen. Wenn eine kommt, dann kommen da alle. Die Idee ist gut, aber damit bekomme ich das Loch nicht verstopft. Das Taschentuch ist einfach zu klein. Warum sollte ich denn das verstopfen? Aber na gut, wir machen es mit dem Korken. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt... Kann ich den Blüte wieder rausnehmen? Nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Ah, das Bienengeräusch ist weg, ne? Na gut, dann kann ich jetzt vielleicht eventuell das Harz abbauen. Verdammt, jetzt habe ich ja wieder was übersprungen. Ganz schön harzig. Es sieht so aus, als würde der Baum bluten. Möglich. Nein. Seit Opas letztem Harzer Leberkäse habe ich erst einmal genug von Harz. Mein Bauch fühlt sich noch immer ganz klebrig an. Harzer Leberkäse. Na gut. Hä? Toi, toi, toi. Du solltest das... Warum mache ich das nur? Das hat noch... Ja, du solltest auch das Harz nehmen, du Birne. Naja, Millimeter verklickt und schon sowas. Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären klebrige Finger. Na gut, die Schaufel. Nein, das Harz. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Vielleicht ein super schnodderiges Taschentuch, wo nichts dran klebt. Damit kriege ich, ich bräuchte... Na, Gefäß haben wir doch. Wir haben doch hier eine Schatulle. Nein, zurück. Aber wissen, kann ich das abbrechen? Nicht so wie im Machinarium. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Doch. Erst noch ein Gefäß schreien, jetzt will der Feine her irgendwie noch ein besseres haben. Damit kriege ich, ich bräuchte... Na gut. Spot. Nein, nicht den Baum. Wie sollen wir da nur hochkommen, Spot? Bei deiner Höhenangst? Ja, genau, jetzt hat Spot die Höhenangst. Ach ja. Hätte ich immer Spot opfern sollen. Bleib da weg, Spot. Ich will dir nicht schon wieder die Bauchdecke entharzen müssen. Die Bauchdecke, okay, alles klar. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Hier, Ruinen. Na, gucken wir mal vorbei. Oh, sieht doch eigentlich ganz schön aus hier. Bis jetzt hat sich ja noch nicht so weiterkommt, technisch ja noch nicht so richtig viel ergeben, muss ich ja sonst ehrlich sagen. Eine Schildkröte? Na gut, fangen wir an, Sachen anzugucken. Noch mehr Schildkröten. Die Statue einer Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für dieses Motiv entschieden hat, bleibt dem Betrachter verschlossen. Ja, gut. Danke, Kulturattaché Sedwick. Das bringt uns jetzt weiter. Schildkröten sind stumm, irgendwie sympathisch. Sind sie? Ach, Geräusche machen. Wie, jetzt kann ich das nicht mitnehmen? Doch. Entweder hatten die Menschen früher seltsame Köpfe oder schlechte Bildhauer. Stimmt eigentlich. Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge rauszustrecken, aber das wäre unter meiner Würde. Wie du meinst?
Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Schade. Noch eine Schildkröte. Die Statue, warum? Nehme ich auch mit. Das riecht nach Rätsel. Wenn man mehr als einen Gegenstand hat, dann kündigt sich da schon ein Kombinationsrätsel an. Da wächst eine dichte Moosschicht auf der Statue. Ja. Bin ich wirklich schon so tief gesunken, dass ich darüber nachdenke, Moos zu essen? Bei Petroleumsuppe? Also da, naja. Mit bloßen Händen? Ja, wir haben noch die 1er Superschaufel, die wir bis jetzt noch überhaupt nicht anwenden konnten. Moos. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Wenn ich die Wohnwagen entmoose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch. Hervorragend. Ja, das könnte klappen. Nanu, was haben wir denn da? Habe ich nicht vorhin irgendwie... Das passt hier nicht. Hier eine Art Schlüssel? Und gucken. Hier war tatsächlich etwas unter dem Moos. Eine Vertiefung direkt neben einem königlichen Wappen? Das scheint mir eine Art Mechanismus zu sein. Ich sollte Bobby davon erzählen. Ich bin mir sicher, dass er das übersehen hat. So ein Trottel. Loch. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Was haben wir denn? Pfeifmisslungen. Nein, Moment. Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Mist, warum kann ich nur nicht pfeifen? Hier fehlt offenbar ja, etwas. Das hatten wir alles schon mal. Können wir da irgendwas reinballern? Nee, nicht so. Vielleicht die Geräte, aber sonst. Das passt hier nicht. Hier fehlt eine Art Schlüssel. Ja, Schlüssel. Tor. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Irgendwie. Hallo, Shana? Ja, okay, wenn man das flüstert, dann kommt auch keine Reaktion. Es ist verschlossen und ich sehe auch kein Schlüsselloch. Eine typische Sedgwick-Situation. Ja, die Sedgwick-Situation. Die ist natürlich außerordentlich negativ. So, Leertaste? Darf ich? Nee, Busch habe ich noch. Okay. Da hinten scheint es eine Art Weg. Ich muss hier irren. Hallo, Shana? Mit bloßen Händen bekommen. Aber ich sollte diese Idee im Hinterkopf behalten. Für den Fall, dass ich mich irgendwann von giftigen Dornen perforieren lassen will. Ja, ich finde, jetzt wäre die beste Gelegenheit dazu. Schaufel. Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Eine Heckenschere wäre hier eher angebracht. Heckenschere. Ich schleppe so viele Sachen mit mir rum. Aber ich habe scheinbar nichts, was mir hilft, hier durchzukommen. Ja, das finde ich auch gerade sehr bedauerlich. So, okay, wir haben alles angeklickt. Das ist ja schön. Alles mitgenommen. Ja, jetzt hier alle möglichen Sachen mit allen anderen Sachen. Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Okay. Diese Statue unberührt und das... Der Kompass zeigt nach Norden. Das passt hier nicht. Hier fehlt offenbar etwas bis eine Art Schlüssel. Das ist gerade nur seltsam. Der Kompass zeigt nach Norden. Da scheint es eine Art... Okay, gut. Der Kompass, da scheint... Na gut, anscheinend sind Gegenstände-Kombinationen ist hier funktioniert hier nur bedingt. Na gut, dann gehen wir wieder zurück zum komischen Gnomen und dann... Ufer. Dann hoffen wir mal, dass es dann weitergeht. Hallo, nee, Quatsch. Nicht angucken. Reden. Sedgwick, psst. Hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Asgil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher. Ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Asgil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Ich hab den... Ja, okay. Ich hab vorhin wegen dem Flüsterstein, glaube ich, was nachzuschlagen. Obwohl, die doch was mit königlicher Steinsammlung gerade, glaube ich. Naja. Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt. Eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Toll. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein, aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay, das heißt... Nein, warte! Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Asgil vergessen. Sie dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, ich bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was?
Unmöglich! Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Tja, dann komm halt mit. Das hat mir auch gerade gefallen. Das kann ja nicht das wertvolle Artefakt den komischen Typen da überreichen, den er gerade seit 5 Minuten kennt. Könnte ja auch ein sehr erfolgreicher Spion sein. Passt er ja auch. Kommt bald mit. Vielleicht passt der Flüsterstein ja auch gar nicht. Das würde mich sehr wundern. Das Wappen ist eigentlich ein eindeutiger Hinweis. Ja, dann, Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Toll, dann komm halt mit. Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Der brennt nicht gerade so darauf, seine Mission zu erfüllen, oder? Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut. Ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Der ist ja riesig. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Ja, wenn er mal mitkommt... Ach, das ist ja noch feiger als Sedgwick, das ist ja unglaublich. Wirklich mal jetzt, ja, ohne Witz. Wahrscheinlich werde ich hier gleich überfallen, oder ich... Ich meine, auf der Verpackung stand, dass er die Welt im Untergang weiht. Das könnte er wahrscheinlich... Leuchtet aber schön, warte mal. Nein, ich habe versprochen, gut, ich werde beweisen. Na gut. Was soll an diesem Ding denn bitte so besonders sein? Keine Ahnung. Nein, danke. Es reicht schon, dass ich laufend Opas Marmorkuchen essen muss. Mit echten Marmorstöckchen? Oh, süß. Loch. Ha, wusste ich doch. Er passt. Hey, was ist das? Ein Erdbeben? Hä? Elektrostrom? Nein! Aus! Nicht Spot! Spot! Was? Was hast du nur getan? Oje, oje. Das sollte ich lieber Bobby beichten. Hm? Was? Was war das? Oh, ich ahne ja, wie das gleich schief gehen wird. Na egal. Achso, durch den Busch komme ich eh nicht durch, ne? Da hinten scheint... Ich muss hier... Achso, ich komme eh nicht durch. Na gut, dann gehen wir zu Bobby und erzähl ihm mal... Aber wird doch eh gleich... Der fiese Falke wird doch eh gleich Spot wegschnappen und dann war's das, oder? Nicht? Aber gleich. Oh. Bobby? Bobby! Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askel haben Bobby erwischt. Oje... Das ist alles meine Schuld. Ach, der ist nur gestolpert. Oh, guck mal, Bomben. Bomben sind gut. Oh, oh. Die Askel waren offenbar schwer bewaffnet. Mit dem Messer. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Ist auch sein Messer. Ich verzichte mal. Ich glaube auch... Hallo, Messer mitnehmen. Sehr gut. Bomben? Oh, oh. Die Askel... Und ich dachte, hoffentlich... Was sind denn Bomben? Also mir ist das schon irgendwie klar, was das ist, aber... Ja, kann ich jetzt bitte Spot aufschneiden? Ich brauche die Kugel wieder. Spot mag keine Messer. Nicht seit Ben mich zu dieser Messerwurfnummer gezwungen hat. Spot hat mir sofort verziehen, aber mein schlechtes Gewissen hielt noch Wochen an. Lux. Würde Spot sicherlich sagen, wenn er was sagen würde. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück zum Wagen und guck mal an, ob da irgendwas passiert ist. Was Schönes. Die Tür ist nicht mehr da. Vielleicht weiß ja Ben was darüber.